Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute einen Rucki-Zucki Gäste-Goodie und zwar ist es diese süße kleine Verpackung mit einem kleinen Anhänger dran und die ist wirklich total schnell gemacht. Wie die funktioniert, zeige ich euch jetzt im Video. Und im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man die passende Karte dazu basteln kann. Das ist auch eine ganz besondere Karte, so eine Pop-Up-Karte, die kann man aufstellen. Die verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i und kann man natürlich auch wieder ganz platt machen und dann schön verschicken. Und das in Kombination ist doch wirklich eine ganz schöne Sache, oder? Ich kann mir vorstellen, dass man hier, entweder kann man es als Gäste-Goodie auf den Tisch stellen oder man kann hier eine kleine Verpackung machen, also ein kleines Geschenkchen reinpacken, zum Beispiel Schmuck. So eine kleine Schmuckschachtel passt da bestimmt super rein. Und ich kann euch auch mal ganz kurz die Maße sagen von der Box. Also 5x5 cm und von der Höhe hat die 4 cm ist sie hoch. In meinem Fall ist hier ein Washi-Tape drinnen. Das bekommt einer von euch. Oder beziehungsweise ich habe beschlossen, dass ich etwas mehr verschenke für die Weihnachtswichtel-Aktion, weil da habt ihr so toll teilgenommen und da verschicke ich mehrere von den kleinen Washi-Tapes. Und die sind hier natürlich super schön verpackt. Los geht's. Die Bestellnummern halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Wenn ihr die braucht, könnt ihr einfach kurz Pause machen. Ich habe hier verwendet Farbkarton Flüsterweiß, Farbkarton in Flieder, Farbkarton Amethyst und das Designerpapier Winterzauber. Und die Maße, die ihr dafür braucht, sind einmal den Farbkarton in Amethyst in 21 cm x 14,9 cm. Dann bekommt ihr zwei Verpackungen aus einem DIN A4 Papier. Und ihr braucht vier Stücke Flieder in dem Maß 4,5 x 3,5 und das Designerpapier 4 cm x 3 cm auch viermal. Die habe ich jetzt hier schon aufgeklebt. Ich habe auf der Rückseite noch ein anderes, das war ein Versehen. Aber ich wollte, dass es jetzt perfekt zur Karte passt und deswegen bleiben wir beim gleichen Designerpapier. Und das habe ich einfach mit Flüssigkleber schon mal draufgeklebt. Okay. Und ein paar Bänder braucht ihr auch noch, das zeige ich euch aber nachher. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Falzen von unserer Grundverpackung. Und da mache ich es jetzt einfach so, dass ich die 21 cm Seite, also die lange Seite, nach oben lege. Den Papierschneider schnell ausklappen. Und dann falze ich das einmal bei 5 cm, bei 10 cm. Also hier mal anlegen und dann mit der hellen Klinge falzen. Bei 15 cm und bei 20 cm. Ich habe euch hier die Maße nochmal. Und dann drehe ich mir das Papier und falze mir das Ganze noch einmal bei 5 cm. Das ist dann mein Boden. Genau. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir das zuschneide. Wichtig ist, dass die Klebelasche, also dieser ganz schmale Streifen hier auf der rechten Seite liegt. Und ich schneide mir zuerst dieses untere Teil weg und das ist dann die Klebelasche. Also hier einmal schön an der Falzlinie einschneiden. Dann so hier ein bisschen abschrägen. Oben kann man es auch noch ein bisschen abschrägen. Da hat man hier schon mal die Klebelasche. Und hier unten einfach an der Falze entlang nach oben schneiden. Und man kann die Falz so ganz fein rausschneiden. Das ist mit dem neuen Papierschneider eh ganz toll, dass der so ganz, ganz dünne Falzlinien macht. Und die sind richtig schön fein. Dann hat man gar nicht mehr so viel, was man da rausschneiden muss. Und jetzt falze ich mir die Falzlinien, wobei ich stanze jetzt als erstes. Und zwar nehme ich jetzt die Christbaumzierde Stanze. Das ist ja eigentlich so ein Set mit zwei Stanzen. Und ich nehme jetzt die kleinere Stanze und stanze mir jetzt hier oben im Prinzip den Christbaumanhänger einfach raus. Und dass man mit dieser Stanze richtig coole Verpackungen machen kann, habe ich euch schon vor einiger Zeit in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Also ihr könnt damit auch solche Bonbon-Verpackungen machen mit vier oder drei Ecken. Also total super und auch genauso schnell gemacht. Oder eben wie wir es heute machen in dieser Form.
Und das Tolle ist, dass diese Stanze sich dafür super anbietet. Und zwar kann ich hier einfach, wenn ich mir das jetzt hier so stanze, dass ich hier oben und hier unten in der Mitte bin und das jetzt einfach hier überall mache. Also wichtig ist, dass ich mir das Papier wirklich ganz nach unten schiebe in der Stanze, das dann gerade ausstanze. Bei allen Falzlinien machen wir das. Und auch bei der Klebelasche. Dann haben wir jetzt schon perfekt die ganze Verpackung vom Grundprinzip fertig. So einfach und schnell geht das. Außerdem habt ihr jetzt hier noch 3 von diesen kompletten Christbaumanhängern übrig und die verwenden wir auch gleich. Und auch dazu habe ich euch schon mal ein ganz tolles Video aufgenommen, das verlinke ich euch jetzt auch hier oben, was man aus diesen Sachen noch machen kann, weil die Stanzen sind nämlich so toll und universell einsetzbar, dass man die gar nicht nur zu Weihnachten gebrauchen kann, sondern über das ganze Jahr verteilt. Ich habe damit auch Blumen gemacht und Schmetterling, also schaut da unbedingt mal in das andere Video mit rein. Und dann können wir uns einfach die Falzlinien einmal nachfalzen. Dann nehme ich meinen Papierfalter und falze mir die Linien einfach einmal schön nach. Und die Boden auch, die Bodenlaschen. Und am besten immer so falzen, dass diese Berglinie, also dieser kleine Hügel, nach innen ist. Dann nehme ich einfach ein bisschen Abreißklebeband und klebe mir das auf meine Klebelasche auf. Und klebe mir die Box jetzt einmal zusammen. Indem ich mir das einfach einmal so schön übereinander lege. Und dann legt sich das hier auch wirklich perfekt hin. Seht ihr, ihr habt hier genau den Ausschnitt von eurer Stanzform. Das sieht richtig schön aus. Und diese Ecke, die wo ich jetzt eben zusammengeklebt habe, also die Klebelasche, lege ich jetzt so hin, dass sie nach hinten schaut. Seht ihr das? Hier ist die Klebelasche, also nach hinten. Und dieser Teil ist dann mein letzter Teil vom Boden, dass ich vorne so eine schöne Abrundung habe nachher. Dafür klappe ich mir jetzt einfach meine Seitenteile ein. Mache da ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann die andere Seite. Wieder ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann die hintere Seite. Und jetzt habt ihr die letzte Seite, also ich klemme noch ein bisschen Kleber hin. Die Vorderseite als letztes klappt sich dann hier nochmal so schön drüber. Und dann hat man hier vorne so eine schöne Abrundung. Und jetzt ist die Box im Prinzip schon fertig. Jetzt kommt hier mein Washi-Tape rein. Und dann braucht ihr noch ein Band. Ich habe jetzt hier noch ein Reststück von dem Heideblüte, das passt jetzt farblich da ziemlich gut dazu. Da schneide ich mir einfach ein bisschen was ab und lege mir das jetzt hier direkt in meine Stanzungen rein und ziehe mir das jetzt einfach fest. Und seht ihr, wenn ich das festziehe, dann formt sich das hier oben schon so richtig schön und die Box ist im Prinzip schon fertig. Ich mache mir jetzt dann Knoten rein. Und dann habe ich hier einfach noch das getupfte Tüllband. Das lege ich mir auch mal drüber. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir meinen Anhänger auch gleich mal herrichte. Und zwar haben wir ja diese 3 Reststücke und die sind ja in der Mitte schon so gefalzt. Und das passt jetzt perfekt. Die knicke ich mir jetzt einfach noch ein bisschen nach, die Falzlinien. Dann nehme ich mir noch ein Stück von der weißen Kordel. Da mache ich jetzt so einen Anhänger. Und ein bisschen Flüssigkleber und klebe mir die jetzt zusammen. Und zwar hier mit diesen Kanten einfach aufeinander.
Dann haben wir nachher so eine richtig schöne 3D-Kugel. Und hier mache ich es jetzt so, dass ich mir den Faden einmal übereinander lege und den gleich mit reinklebe, damit sich das dann nachher gleich super in unsere Schleife reinbinden lässt. Und dann nehme ich jetzt ruhig ein bisschen mehr Flüssigkleber, damit der Faden da richtig schön hebt. Und da klebe ich dann jetzt noch dieses dritte Teil drüber. Und schwuppdiwupp haben wir einen richtig coolen Anhänger mit Schlaufe. Ihr könntet das natürlich auch aus Designerpapier machen. Aber hier haben wir jetzt gleich eben die Reststücke weiterverarbeitet. Und so haben wir jetzt hier einen richtig schönen Anhänger und den binde ich mir jetzt auch gleich direkt hier an meine Schleife mit hin. Und wie gesagt, das getupfte Tüllband, das finde ich, lockert das Ganze noch ein bisschen auf, deswegen mache ich das einfach unten rein. Das ist einfach nur so ein kleines Reststück, das ich noch hatte. Dann mache ich noch meinen Knoten und dann die Schleife und habe hier schon eine richtig schöne Deko. So, jetzt habe ich es geschafft. Also das ist jetzt die Schleife mit dem Anhänger. Ihr könnt euch da als Tipp auch das Garn noch ein bisschen kürzer schneiden. Dann ein bisschen kürzer, als ich es jetzt hatte. So habe ich das jetzt mit reingewickelt, dann geht es auch. Aber ansonsten habt ihr gleich gar nicht so einen ewig langen Anhänger, sondern gleich in dieser Form und Länge. Dann kürze ich mir das jetzt noch ein bisschen ein. Und dann geht es an die Dekoration. Und dafür habe ich mir ja jetzt schon das Designerpapier aufgeklebt auf mein Flieder. Mache hinten drauf jetzt einfach Kleber und klebe mir das einmal hier so schön außenrum. Und ihr könnt natürlich schauen, was ihr gerne auf der Vorderseite hättet, welches Design. Aber im Prinzip sind die ja alle sehr ähnlich und passen genau zur Karte. So, und dann werde ich mir jetzt einfach nur noch einen kleinen Spruch hier oben hin machen und mit ein bisschen Glitzersteine ist dann die Verpackung auch schon ganz schön schnell fertig. Ich habe jetzt einfach einen Reststreifen Flüsterweiß und ich habe mir aus dem Gruß und Kuss von Shelly das für dich ausgesucht. Also ihr habt ja bestimmt auch irgendwo einen für dich Stempel. Und dann benutze ich die Amethyst Stempelfarbe und stempel mir das jetzt einfach auf. Und das Papier ist jetzt hier schon so angestrickt, ansonsten könnt ihr euch das natürlich auch selber machen. Und dann einmal hinten gerade abschneiden. Ich kürze mir das auch noch ein bisschen ein. Und klebe mir das dann eben auch mit Flüssigkleber einfach oben drauf auf meine Verpackung. Und es sieht auch richtig schön aus, weil es so leicht gewölbt ist von der Verpackung. Deswegen auch mit Flüssigkleber am besten arbeiten, dann bleibt es schön auf der Verpackung drauf. Okay, und dann habe ich es noch so gemacht, dass ich mir mit den kleinen Schneeflöckchen meine Christbaumkugel noch ein bisschen verziert habe. Seht ihr das? Also hier sind noch ein paar so kleine Glitzerelemente drauf. Und das mache ich einfach mit dem Präzisionskleber. Ihr könnt dazu eigentlich auch den Tombow, also den Flüssigkleber nehmen. Und hier mache ich so, da nehme ich euch jetzt noch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt. Da mache ich mir einfach den Mehrzweckkleber hier erstmal auf meine Kugel drauf mit 3 Punkten. Der macht jetzt Blasen. Super. Macht er normalerweise nicht. Jetzt so.
Und hier oben auch noch zwei. Den Präzisionskleber immer am besten gleich wieder zumachen. Der hat vorne so eine feine Nadel. Und dann, finde ich, tue ich mir ganz leicht, wenn ich mir ein paar von den Pailletten erstmal auf die Handfläche nehme und die dann mit einer Pinzette auf dem Projekt verteile. Ich finde, dann kann man sich das, was man haben möchte, ein bisschen besser raussuchen und tut sich dann ein bisschen leichter, wie wenn man das immer aus der Dose raussuchen muss. Ja, und dann ist unsere Verpackung fertig. Also ganz einfach und schnell, eine total hübsche kleine Verpackung. Wie gesagt, entweder als Tischdeko, als kleines Tisch, als Gästegoodie. Kann man auch super zum Beispiel an Silvester machen oder eben an Weihnachten. Und dazu die passende Karte als kleines Geschenk. Also mir gefällt die Verpackung total gut und die ist wirklich sehr schnell gemacht. Ich hoffe, euch gefällt sie auch und ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!